Arbeitsvertrag 2.0. Geht das jetzt auch digital? Deutschland, das Land der Bürokratie. Digitale Arbeitsverträge. Ist denn das möglich oder wird das denn demnächst möglich sein? Lina, bislang war das ja so schwierig, aber das Thema ist jetzt gerade sehr, sehr relevant. Mhm, so ist es. Und nicht nur in der Politik, sondern auch bei uns. Ihr erfahrt alles dazu im Webinar Arbeitsrecht Update. Also wenn ihr da Lust und Interesse habt, schaut doch vorbei. Ja, es gibt was Neues. Und um ehrlich zu sein, als ich das erste Mal gehört habe, musste ich laut lachen. Ich sag auch gleich warum. Es kommt nämlich jetzt, darüber muss ich jetzt nicht lachen, das Bürokratieentlastungsgesetz 4.0. Das hört sich aber gut an. Ja, das hört sich super an. Das ist das vierte übrigens, was es dieser Art gibt. Warum ich so laut lachen musste, hat einen anderen Hintergrund und wahrscheinlich, Maya, ahnst du warum. Und zwar ist es so, 2022 wurde das sogenannte Nachweisgesetz, in dem momentan geregelt ist, wie Arbeitsverträge gestaltet werden müssen, was da so drinstehen muss, zu welchem Zeitpunkt was, wie formuliert werden muss, genau. Befristungen. Genau, das wurde neu gemacht. 2022, warum? Es gab eine EU-Richtlinie, die hat vorgeschrieben, dass man da ein bisschen was nachbessern muss, ein bisschen was ergänzen muss. Das hat Deutschland auch getan. Deutschland hat sich aber entschieden, es besser zu machen oder besser mit Fragezeichen, muss ich sagen. Denn die EU-Richtlinie sah eigentlich vor, dass man künftig Arbeitsverträge elektronisch abschließen kann. Also das, was jetzt eigentlich geregelt werden soll. Verstehst du meinen lauten Lacher jetzt? Jetzt verstehe ich das natürlich. Okay. Und Deutschland hat dann gesagt, nee, also elektronisch kann ja jeder. Ne? Wir machen die strenge Schriftform. Okay, ist ja in Ordnung, kann man machen, ist halt sehr aufwendig, gerade in Zeiten von Homeoffice, Corona-Pandemie, wir erinnern uns. Aber in Ordnung. Es ist halt nun mal so, es ist beschlossen worden, es ist entschieden worden, das Gesetz ist 2022 ergänzt worden, in Kraft getreten. Ja, 2024, Mensch, jetzt kommt mal auf die Idee, digitale Arbeitsverträge ist doch ein super Ding. Übrigens, Maya, Betriebsräte und Arbeitsverträge? Individualrecht, schwieriges Thema natürlich. Arbeitsverträge müssen ja nicht von Betriebsräten geprüft werden, auch die Schriftform nicht. Das gehört dem individualrechtlichen Bereich an. Trotzdem müssen alle Betriebsräte sich gerade auch im Arbeitsrecht natürlich auskennen. Ja. Das ist ganz wichtig, denn da wird ja alles geregelt. Und ob eben Arbeitsvertrag wirksam ist oder nicht. Und bislang war das ja so, dass diese Nachweise, gilt auch heute noch im Übrigen, Und auch seit dem Nachweisgesetz, welches ja 2022 in Kraft trat, musste das Ganze schriftlich vorgelegt werden, Regelparagraf 2 Nachweisgesetz. Also alle Vertragsbedingungen, alle wesentlichen Vertragsbedingungen. Und das hat man ein bisschen erweitert sogar, was alles hier schriftlich niedergelegt werden muss. Und was meint man denn jetzt oder was plant denn dieses Gesetz jetzt, Lina, mit oder was will denn digital sagen? Brauche ich da eine digitale Unterschrift oder wie muss das aussehen in Zukunft? Genau, das könnte man erstmal meinen, aber offensichtlich ist das nicht gemeint, sondern es ist wohl tatsächlich die Textform gemeint, also 126b BGB. Das heißt, ich muss nur erkennen, wer sind die Aussteller des Vertrages, also die müssen namentlich genannt sein. Und das Ganze muss auf einem dauerhaften Datenträger abgespeichert werden. Das kann eine Cloud-Lösung sein, wie auch immer. Das ist jetzt momentan noch sehr offen gestaltet. Und dann soll der Arbeitsvertrag und die Arbeitsbedingungen tatsächlich damit wirksam abgeschlossen sein. Also auch per E-Mail? Auch per E-Mail. Auch per E-Mail. Und das ist etwas, ich finde es grundsätzlich gut, aber ich sehe auch da schon wieder einige Problemchen auf uns zukommen, gerade was zum Beispiel das Thema Mitbestimmung anbelangt. Denn wenn wir jetzt gerade in dem Bereich E-Mail, IT-Systeme und Ähnliches denken, das ist ja wieder ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates. Und da bin ich natürlich dann wieder ein Fan davon, weil ich sage, na ja, super, dann sind wir ja doch bei den Arbeitsverträgen als Betriebsräte auf einmal mit dabei. Also von daher, ich finde dieses Gesetz gut. Man muss allerdings dazu sagen, es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Es muss noch im Bundestag und auch im Bundesrat beschlossen werden. Es ist jetzt quasi gebastelt, es ist konstruiert, man kann sich es anschauen. Aber wer weiß, wann genau es kommen wird. Ich glaube, es wird schon nicht mehr allzu lange dauern, weil es ist auch aufgrund des Drucks aus der Wirtschaft und Ähnliches gestaltet worden und wahrscheinlich auch zu Recht.
muss man sagen. Also wir dürfen uns drauf freuen. Auf jeden Fall kann ich Ihnen, euch, liebe Betriebsräte und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, raten, da am Ball zu bleiben. Das lohnt sich und auf jeden Fall bei einem unserer Webinare rein zu schmökern, denn im Arbeitsrecht Update erfahrt ihr immer die neuesten, ja, die neuesten Neuigkeiten, naja, die neueste Rechtsprechung, die neuesten Initiativen und eben auch solche Gesetzesentwürfe, die vielleicht noch mal ein bisschen abgeändert werden, aber sicherlich in irgendeiner Form kommen werden. Liebe Maja, ich glaube, mehr können wir momentan dazu noch gar nicht sagen. Wir müssen einfach warten, was dann wirklich beschlossen wird. Wir warten ab. Aber genau, wir sind da, wir sind für euch da, wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss und bis ganz bald.